Seien Sie vorsichtig. Hä? Danke. Danke für den Tipp. Aber seien wir echt gruselig hier. Muss ich ihm recht geben. Okay, wir rennen jetzt Protokolle ausgelöst. Beginne Scan. Ja, geil, die Schnauze. Boah, es jagt mich. Tschüss, Junge. In den Arsch geschossen. Aua. Der hat schon Schmerzen. Und weg. Es jagt mich. Alter, ich wollte hier nicht mehr ganzen Tierwelt anlegen, Junge. Mann, auf die Nase, so. Warte auf mich! Warte auf mich! Oh Gott. Der rennt weg hier, mein Freund. Was? Ah, KI wiederum gebackt, okay. Ah, okay, da haben wir alle Sirens, die killt. Na gut, dann gehen die ja sogar. Mit der Knarre gehen die. Aber war trotzdem ganz gut, dass wir die umschlichen haben. Ey. Hey! Ja, lassen wir. Wo läufst du hin? Integrität reduziert. Hä? Alter, was ist denn mit der KI wieder? Oh, das buggt schon wieder das Spiel, ne? Alter, es ist nur buggy. Jede. Nein, nicht jede. Ja, keine Ahnung. Es ist wirklich nicht jede Quest. Ich hab keine Ahnung. Schon wieder. Ich schon mal einmal geschossen hab, kann das sein? Weil ich den Viech umgebracht hab. Oh. Mensch, jetzt komm. Jetzt kann wieder zurücklaufen. Boah. Ja, ich schätze mal, wenn die KI vor. Ich schätze aber, wenn die KI überfordert ist, dann macht sie das. Wird zur Sicherheit. Wird zur Sicherheit. Ja, wir waren eben ja relativ sicher. Und natürlich, wenn der jetzt die ganze Zeit, ja, okay, die knall ich auch nur ab, wenn die mich angreifen. Ja, ganz toll. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms, aber sie scheint
von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Den Sensoren zufolge Ekliptik, ein Söldnerunternehmen wie Ekliptik, würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Ich kenne die Ekliptik-Gruppe, die Einheit 99 als Waffe einsetzen. Falls es diesen Söldnern irgendwie gelingt, auf das Steuerinterface von Einheit 99 zuzugreifen, könnten sie die Waffe einsetzen. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Ich möchte versuchen, Einheit 99 zu entschärfen, um sie zu vernichten. Eliminierung ist die vernünftigere Vorgehensweise. Aber meinen Scans zufolge ist Ihr Gedanke durchaus umsetzbar. Ekliptik scheint Einheit 99 bereits überwältigt zu haben, könnte sie aber jederzeit freilassen. Wenn Sie die Ekliptik-Truppen ausschalten oder es schaffen, unentdeckt die Fesseln von Einheit 99 zu verriegeln, könnte ich eindringen und das Steuerinterface der Kreatur deaktivieren. Ein solches Vorgehen würde ein nicht geringes Maß an List und Täuschung erfordern. Beides liegt nicht in meiner Macht. Sie müssten es allein tun. Oh ne, komm, machen wir einen Frontalangriff. Genau, oh, scheiße. Ja, unbemerkt ausscheiden, sie haben auch noch hier, ne, hab ich keine Lust, ne, hab ich keine Lust. Ah, Stealthen mache ich ja nicht, mach ich bei Avatar. Hm? Ah, ne. Wir gehen so rein. Das ist dieselbe Knarre, wow. 5 und 6. Es reicht. Mal sehen, ob das Ding noch kämpft. Lass die Waffe frei! Oh! Speedo! Was jetzt, ne? Ja, hoch. Oh, ich speed up down. Oh, hi. Wie geht's, Viech? Die ist sogar mal übel, die Knarre. Okay. Aua. Sehr gut, den hätten wir. Ah, oh, jetzt ihn ja. Ah, ich bin erledigt, oh, ich bin erledigt, ne? Ich bin erledigt. Du bist erledigt. Das ist dein letztes Gefecht gewesen, mein Freund. Oh. Ah, eine Pistole. Ah, eine Schlüsselkarte. Ich
Ah ja, unbemerkt ausschalten, ich weiß gar nicht. Hätten wir ja wieder 5 Jahre gebraucht, hätten wir da irgendwie versucht. Mit unbemerkt ausschalten und so, wir weiß ich nicht. Wäre bestimmt auch irgendwie gegangen, aber wir haben gar keine. Wie ist das für eine Knarre? Ja. Das wäre jetzt nicht so meins gewesen. Unsere Arbeit hier ist beendet. Ja, gut. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Hadrian, ich brauche deine Hilfe, um eine mögliche Weile von Tiramov-Angriffen zu verhindern. Eine Plage? Tiramov-Angriffe? Das ist beunruhigend. Sie haben beim Fürst von Schrotternich angedockt. Ich komme dorthin. Ja, Tobias ist der Red Devil zurück. Alter, okay, mache ich. Aber eine coole Mission, war eine geile Mission. Nur, ja, da jetzt leise, weißt du, wie lange wir gebraucht hätten? Und ich finde das Stealth-System, es geht. Also, ich fühle das nicht so, aber es war schon immer ein befester Games. Es war irgendwie schon immer durch. Ich fühl Stealth halt einfach nicht so. Waffen kann man sperren. Aha. Aha. Munitionskiste, da wird sich ja nicht lohnen, ne? Haben wir das blöde Minenspielchen wieder machen? Oh nee. Genau, bei Munitionskiste lohnt es eigentlich. Oh nee. Leute, 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 warte mal, wir können es da machen. Alien gehen, nimm das mal mit. Aber du hast eine komische Schlüsselkarte mitgenommen. Gut, 1, 2, 3, 4, gibt's das denn so? Das gibt es und gibt noch ein Zweier. Das gibt es.
Und das. So. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen Dreier. So, ich hoffe mal, es passt jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, also wir haben genug um fünf. Wieder. Eins, zwei, drei. Das müssen wir noch die beiden haben. Ja, yep. Okay. Ja. Na gut, okay. Cool. Das wäre für die hier? Ne. Lehrling. Eins, zwei, drei, vier. Aber Waffenkoffer können wir eigentlich einlassen, also Waffenkoffer. Ah, so sehen wir aus. Nice. Okay, gut. Gut, das können wir so lassen. Star Eagle, genau, so. Boah. Ja, das ist überhaupt nicht gruselig. Danke, sehr schön, danke, dass du Bescheid hast. Das ist halt weg von diesem verdammten Planeten. Gut genug gebissen und andere Dinge. Und abheben! Genau. Einmal absteigen. Das ist aber auch cool aus. Also grafisch ist schon, es würde ich schon sagen, irgendwie schon ziemlich geil. Was Hallöchen. Für ein wunderschöner Tag. Mhm. Hey, schön dich zu sehen. Hey, na? Nichts, alles gut. Und bei dir? So. Lass mal kurz eine Runde pennen. Möchtest du was besprechen? Na. Da bist du ja.
Ich habe mich nur eine Stunde hingelegt. So, genau. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Vielen Dank. Okay. Nice. Wir sind angekommen. Wir treffen uns in der Anlage. Wo sind die? Da hinten. Dann laufe ich doch nicht zu Fuß. Bin ich am Morgen nicht fertig? Nee, hab ich keine Motivation. Ah, und da sieht es aus wie ein Metal Gear Rising, dieser eine Hund.